Ja, liebe Mitbürger, liebe Freunde der Freiheit, liebe Patrioten, so einprägsam, so kulturstark bin ich, glaube ich, noch nie begrüßt worden. Freue mich jetzt, nachdem wir heute Morgen schon in der Andreasstraße in Erfurt am alten Stasi-Knast ein stilles, mehr oder weniger stilles Gedenken hatten, dann heute Mittag in Gera den Helden des 17. Juni gedacht haben, freue ich mich jetzt, die dritte Veranstaltung mit euch gemeinsam erleben und verleben zu dürfen, hier in dem geschichtsträchtigen Ort Mödlareuth. Schön, dass wir zusammen sind und schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Vielen, vielen Dank dafür. Mödlareuth, Little Berlin, sagen die Amerikaner oder sagten die Amerikaner. Das war ein Grenzort im Kalten Krieg. Das war die Demarkationslinie, der Tannbach, der hier unten vorbeifließt, war die Grenze zwischen zwei Supermächten, zwischen den Einflusssphären zweier Supermächte. Und dieser kleine Ort, ich glaube viel mehr als 100, 150 Einwohner hatte er nie, wurde mitten durchgeteilt, Familien wurden getrennt. Anfang der 50er Jahre war es erst ein übermannshoher Bretterzaun, der die Menschen in diesem Ort trennte. Und dann wurde 1966 eine Mauer gebaut, Reste davon stehen noch 200, 300 Meter in die Richtung da drüben. Sieht genauso aus wie die Berliner Mauer, deswegen auch der Name. Ja, und dann kam der, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war der 4. Dezember, nee, das war der 9. 9. Dezember 1989. Und dann fiel auch hier in Mödlareuth die Mauer und hier war es wirklich eine Mauer. Und der Tag der Freiheit brach auch in Mödlareuth an. Wir alle oder viele von uns können sich sicherlich noch an die historischen Momente Ende 1989 erinnern. Wir träumten von einem souveränen Deutschland, wir träumten von einem souveränen Europa, wir träumten von dauerhaftem Frieden, von dauerhafter Freiheit, von einer besseren Welt, einer besseren Zeit. Und dieser Traum, den wir träumten, ist leider, und das muss man mit Blick auf die Gegenwart sehen, ausgeträumt. Er ist nicht in Erfüllung gegangen. Die Staatsmänner, die damals Europas Geschick in den Händen hielten, sie haben versagt. Und die Staatsmänner, die heute das Geschick dieses Landes und Europas und der Welt in den Händen halten, sie versagen wieder und sie gefährden den Weltfrieden. Und diesen Friedensgefährdern müssen wir gemeinsam mit den Freiheitsfreunden der anderen Völker beherzt in den Arm fahren. Heute steht Europa zerrissener fast denn je da, zumindest zerrissener als in diesen hoffnungsvollen Monaten und Jahren des beginnenden 90er Jahre. Ein neuer heißer Krieg ist in Europa entbrannt. Ein Krieg, der eventuell sogar zum Weltkrieg eskalieren könnte, beziehungsweise man muss genauer formulieren, eskaliert werden könnte von interessierten Kreisen, die vorrangig im Hintergrund operieren. Und erst gestern hat mich eine Stellungnahme, eine Ausführung eines bekannten russischen Strategiedenkers, eines ehemaligen Beraters des russischen oder der russischen Präsidenten seit Jelzin in Alarmbereitschaft versetzt oder mich zumindest sehr besorgt gemacht. Der ein oder andere, der meine sozialen Kanäle verfolgt, der hat sicherlich bemerkt, dass ich diese Stellungnahme, dass ich diese Expertise, die dort veröffentlicht worden ist, die jetzt auch gerade in Russland intensiv diskutiert wird, sofort auf meine sozialen Kanäle gestellt habe, um zu zeigen, dass hier ein neues Stadium der Eskalation eventuell schon kurz vor uns liegt, kurz bevorsteht. Und der geostrategische Analyst, der geostrategische Denker, von dem ich spreche, das ist Sergei Karaganov. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht vom Namen und kennt ihn aus der Vergangenheit. Kein unbedeutender, sondern ein bedeutender Politikwissenschaftler Russlands. Und Sergei Karaganov hat die These versucht zu begründen, dass ein kontrollierter, dass ein
bewusst geplanter Einsatz von taktischen Atomwaffen die Menschheit vor einer schlimmeren Fehlentwicklung bewahren könnte. Das sind steile Thesen. Wenn man sich den Text von Karaganov durchliest, dann möchte man vielleicht das eine oder andere finden, was gut formuliert ist und was vielleicht auch erstmal auf den ersten Blick nachvollziehbar ist. Aber ich möchte diese Aussagen trotzdem an dieser Stelle hier und heute sehr deutlich einordnen. Ihr wisst alle, dass ich immer wieder in den letzten Wochen und Monaten und Jahren auch außenpolitisch mit klaren Botschaften in die Öffentlichkeit getreten bin. Und der Kern dieser klaren Botschaft lautete jedes Mal, wir müssen unseren Kopf aus dem Hintern unseres US-amerikanischen Hegemons hinausziehen. Aber natürlich nicht, um unseren Kopf dann kurze Zeit später in den Hintern eines anderen Hegemon hineinzustecken, sondern wir sind selbstbewusst, wir sind ein freies und wir wollen wieder ein freies deutsches Volk sein. Das bedeutet, wir wollen von Staatsmännern geführt werden, die vor allen Dingen eins ganz oben anstecken und stellen. Das sind deutsche Interessen formulieren und sie im Ausgleich mit den Freunden in der Welt auch durchsetzen. Das ist deutsche Position und das muss deutsche Position sein, zumindest für die Zukunft. Im Augenblick ist es nicht. Und ich habe immer wieder deutlich gemacht, dass der Ukraine-Konflikt, der leider zu einem heißen Krieg eskaliert worden ist, seine Ursache vor allen Dingen in den geopolitischen Ideen und in der Geopolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist meine feste Überzeugung. Ohne den globalen, hegemonalen Anspruch Washingtons gäbe es diesen Krieg in der Ukraine nicht. Und der Schlüssel zum Frieden, der Schlüssel zum Frieden liegt deswegen in Washington. Aber so schlimm dieser Krieg jetzt ist und er artet gerade zu einem Stellungskrieg aus und wir wissen selbst aus der eigenen Geschichte, aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen aus der Geschichte des Ersten Weltkriegs, was das ist, ein Stellungskrieg unter industriellen Bedingungen, wie viele Tausende, Hunderttausende, ja Millionen Menschen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs grauenhaft verblutet sind. Ganze Generationen junger Männer wurden dort hingemäht, ohne ihr Leben auch nur ansatzweise gelebt zu haben. Und dieser Krieg erstarrt gerade und dieser Krieg könnte sich noch über Jahre wegziehen. Und vor diesem Hintergrund muss man vielleicht die Überlegungen von Karaganov einordnen. Aber mit der Atombombe zu spielen bzw. die Atombombe ins Spiel zu bringen, ist für mich trotz allem eine Grenzverletzung. Und das möchte ich auch in aller Deutlichkeit in Richtung Russlands hier und heute zum Ausdruck bringen. Die Amerikaner, die USA, nicht der normale Amerikaner, aber die amerikanische Führung hat 1945 einen singulären Zivilisationsbruch vollzogen, nämlich den Abwurf von Atombomben auf zwei große japanische Städte. Das war ein singulärer Zivilisationsbruch, für den die Verantwortlichen übrigens niemals zur Rechenschaft gezogen worden sind. Dieser Zivilisationsbruch muss singulär bleiben. Er darf sich nicht wiederholen. Und das sage ich nicht nur als Deutscher, der das eigene Volk natürlich im Herzen trägt und das Beste für dieses Land will und die Sorge hat, dass gerade das Zentrum Europas durch so einen Atomschlag getroffen werden könnte und wir dann unsere Existenz vollends verlieren. Das sage ich auch als Mensch, der die Gesamtverantwortung für die ganze Menschheit spürt und für eine gedeihliche, friedliche Zukunft der ganzen Menschheit. Nie wieder dürfen Kernwaffen in dieser Welt eingesetzt werden. Niemals heiligt der Zweck die Mittel, um mit Martin Buber zu sprechen. Liebe Freunde, wir gedenken heute des 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR. 70 Jahre Volksaufstand, 70 Jahre Kampf um Freiheit, 70 Jahre Kampf gegen Willkür und Obrigkeitsstaat. Das ist ein würdiger Tag, den wir heute hier gemeinsam begehen. Es ist ein würdiges Datum und es ist richtig und wichtig, dass wir uns daran erinnern, auch als Europäer, nicht nur als Deutsche, weil die Freiheit und weil die Demokratie in Deutschland und Europa existenziell bedroht sind. Ich werde im Laufe meiner Rede noch kurz darauf eingehen, warum, wieso, weshalb das so ist. Aber in Anbetracht der Krisensituation in Europa, in
Anbetracht der Ukraine-Krise, des Ukraine-Konfliktes, des Ukraine-Krieges sagen wir hier und heute auch, wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden und Demokratie für den ganzen europäischen Kontinent. Wir wollen keinen neuen eisernen Vorhang, der zwar nicht durch Deutschland geht, nicht Deutsche von Deutschen trennt, aber 1500 Kilometer weiter im Osten hochgezogen werden soll. Das wollen wir nicht. Und wir wollen nicht, dass außereuropäische Hegemonalmächte in Europa ihre Interessenpolitik machen. Wir wollen Europa als selbstbestimmten, freiheitlichen, demokratisch verfassten Pol in einer neu entstehenden multipolaren Weltordnung. Dafür kämpfen wir und dafür werden wir am Ende siegen. Liebe Freunde, ich habe immer wieder darauf hingewiesen in den letzten Jahren, auch hier in Mödlareuth, dass eigentlich der 17. Juni mein Nationalfeiertag ist. Es ist mein Nationalfeiertag, mein deutscher Nationalfeiertag und ich halte ihn auch für den würdigeren Nationalfeiertag. Der 3. Oktober 1990 war ein wichtiger historischer Tag. Es war ein Tag, an dem ein wichtiger Vertrag unterschrieben worden ist. Letztlich war es aber doch ein Tag von politischen Funktionären und nicht der Tag des Volkes. Der 17. Juni 1953 war ein Tag des Volkes, war ein Tag eines unfassbar demonstrierten Freiheitswillens. Dieser 17. Juni 1953 stellt uns in eine großartige demokratische und freiheitliche Tradition. Für mich ist der 17. Juni deswegen der deutsche Nationalfeiertag der Herzen. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute hier versammelt sind und ihn in dieser großartigen, in dieser großartigen Kulisse mit so vielen würdig begehen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich hab mir in den letzten Jahren immer mal wieder überlegt, wäre es gut, wäre es richtig, diesen 17. Juni wieder zum Nationalfeiertag zu machen. Und vieles spricht dafür. Und ich kann mich noch gut an ein Interview erinnern, das Roland Jahn vor über 3 Jahren gegeben hat. Roland Jahn, ein Name, der den meisten von euch etwas sagen dürfte, ein Bürgerrechtler in der DDR, hat dann viele Jahre lang das Stasi-Bundesarchiv auch betreut, die Stasi-Unterlagenbehörde geleitet. Und der hat in diesem Interview vor über 3 Jahren ja, zu überlegen gegeben, einfach daran erinnert, beziehungsweise ja, einfach mal in den öffentlichen Raum gestellt, dass es vielleicht sinnvoller ist, den 17. Juni wieder als Nationalfeiertag für Deutschland zu wählen, als diesen doch relativ abstrakten und sterilen 3. Oktober. Und ich denke, er hat grundsätzlich Recht damit und hatte Recht mit dieser Einordnung. Und ich habe mich auch lange mit diesem Gedanken getragen und habe auch lange überlegt, das noch positiver zu fordern oder noch intensiver zu fordern. Bin heute allerdings etwas davon abgerückt. Denn das würde nichts anderes bedeuten, wenn wir jetzt diesen 17.06. wieder zu unserem echten deutschen Nationalfeiertag machen würden. Das würde nichts anderes bedeuten, als dass die uns heute hier in Deutschland beherrschenden Kräfte, die Kräfte der Kartellparteien, die mit Demokratie und mit Rechtsstaatlichkeit wenig am Hut haben und die auch mit Friedensbewahrung anscheinend nichts anfangen können, sondern im Gegenteil in einer dämlichen, dümmlichen, eskalierende Kriegsrhetorik, die Furie Krieg auch noch anbeten und auch noch antreiben, dass die sich diesen Tag der Freiheit, diesen Tag des Friedens, diesen Tag des Kampfes gegen eine übergriffige Obrigkeit ans Revers heften können und sich damit schmücken können, die Kräfte, die uns als deutsches Volk, die diese Demokratie und den Rechtsstaat mit Füßen treten, und das kann nicht sein. Das sind die Kräfte, liebe Freunde. Das sind die Kräfte, die die Demokratie immer wie eine Monstranz vor sich hertragen und sie beschwören. Im Thüringer Landtag ist es so, ich nehme an, dass es im Bayerischen Landtag genauso ist, im Bundestag. Die bunten Kartellparteien nennen sich die demokratischen Kräfte und wir sind die, ja, je nach Belieben, mal populistischen, mal rechtsradikalen, mal rechtsextremistischen, mal faschistischen Kräfte. Wenn man weiß, dass die DDR-Obrigkeit, die Freiheitskämpfer des 17. Juni 1953 auch als Faschisten markiert hat und stigmatisiert hat, dann fühlt man sich mit solchen Begriffen dann auch ganz wohl, beziehungsweise geht damit auch ganz entspannt um. Ja, ich muss keinen Kampf um die Begriffe führen.
wenn ich weiß, in welche Richtung die Realität geht, und den Menschen gehen doch die Augen auf, das zeigt ja auch die gute Entwicklung, die wir als Partei in den letzten Wochen und Monaten hier in Deutschland haben. Also die Kräfte des bunten Kartells, die gerade hier in Thüringen dafür verantwortlich sind, dass eine demokratische Ministerpräsidentenwahl rückabgewickelt worden ist. Die superdemokratischen Kräfte, die uns dann hier in Thüringen Neuwahlen binnen eines Jahres versprochen haben. Pustekuchen, sie haben ihr Versprechen einfach gebrochen, ohne mit der Wimper zu zocken. Und die Kräfte, die jetzt gerade nach dem sensationellen ersten Wahlgang bei der Landratswahl in Sonneberg sich in alter SED-Blockmanier zusammengeschlossen haben, um uns auszugrenzen und unserem Kandidaten den Sieg doch noch zu nehmen. Das zeigt doch, wes Geistes Kind diese Kräfte sind. Mit Demokratie haben diese Herrschaften nichts am Hut. Denen geht es nur um die Sicherung ihrer Freunde und ihrer Herrschaft. Aber wir werden ihnen in anderthalb Wochen in Sonneberg ein politisches Waterloo bereiten, das als großartiges Symbol in der ganzen Republik wahrgenommen werden wird. Das sind dieselben Kräfte, liebe Freunde, die uns das Verbrenner ausdiktieren, die uns mit Wärmewendegesetzen, mit Heizungsgesetzen, mit Dämmvorschriften um einen Gutteil unseres Eigentums bringen wollen, die eine neue Klimadiktatur, nein, Klimakommunismus, eine neue Planwirtschaft aufbauen wollen. Jetzt sind die Windräder gebaut worden, doppelt so viele Windräder sollen in den nächsten Jahren gebaut werden, als die Anzahl, die schon steht. Und weil das natürlich eigentlich alles nicht funktioniert, wird dann wieder irgendwann der Zustand eintreten, dass die Grundversorgung vor allen Dingen mit Strom ja von Staats wegen zugeteilt wird, nicht mehr allumfänglich sichergestellt ist. Planwirtschaft ist wieder ganz groß in Mode bei den Superdemokraten. Diesmal ist es, wie gesagt, der Klimakommunismus. Wir müssen uns auf Rationierung einstellen. Alles das kommt wieder. Alles das, was die Helden des 17. Juni mit ihrem Leben oder Einsatz ihres Lebens bekämpft haben, das feiert hier fröhliche Urstände. Wir haben das erkannt, immer mehr Menschen in Deutschland haben das in diesen Wochen und Monaten auch erkannt. Deswegen die steigenden Umfragewerte für die einzige politische Opposition, die nicht nur Klartext redet, sondern die die Interessen des eigenen Volkes ganz oben anstellt, unsere AfD. Und deswegen ist unser Siegeszug auch nicht mehr aufgehalten. Wir leben gerade eine historische Wende in diesem, unserem Vaterland. Weil die Kräfte des bunten Kartells es nicht ehrlich meinen mit uns, mit ihrem Volk, weil sie dieses Volk spalten und immer wieder gespalten haben in der Vergangenheit, weil sie von Demokratie nur reden, aber sie nicht leben. Deswegen dürfen sie sich auch nicht den 17. Juni krallen. Den werden wir dann als neuen Nationalfeiertag hochziehen, großziehen und implementieren, wie man so schön sagt, wenn wieder volksfreundliche, bürgerfreundliche Politiker die Geschicke dieses Freistaats Thüringen, des Freistaats Bayern und der Bundesrepublik Deutschland in der Hand haben, und das wird in nicht so ferner Zukunft der Fall sein. Liebe Freunde, wir Deutschen haben im 20. Jahrhundert zwei Diktaturen erlebt. Die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten, das DDR-Regime, und so unterschiedlich diese beiden Diktaturen, diese beiden Totalitarismen auch waren, in einer Sache waren sie sich einig, dass nämlich die Opposition unterdrückt werden müsse, ja, dass die Opposition, wenn es irgendwie geht, sogar ausgeschaltet werden muss. Und heute sind wir wieder in einem Zustand angekommen, den ich zwar noch nicht als totalitär einordnen möchte, aber schon als die Ausprägung eines Gesinnungsstaates. Es gibt ja drei Zustände, die ein Staat haben kann. Ein voll entwickelter demokratischer Rechtsstaat, dann kommt das erste Degenerationsstadium, das ist der Gesinnungsstaat, und dann kommt das letzte, ich muss es deutlich sagen, Entartungsstadium, und das ist die Diktatur, der totalitäre Staat. Da sind wir noch nicht, aber wir sind im Zwischenstadium, wir sind im Gesinnungsstaat mittlerweile in Deutschland angekommen. Besonders deutlich konnten das Menschen auch jenseits der Menschen, die wie wir schon seit vielen Jahren in der Opposition ihren Dienst tun und seit vielen Jahren schon attackiert werden für ihren Dienst an diesem Land. Viele Menschen konnten das spüren in der Corona-Zeit in den letzten 3 Jahren. Da war es nämlich so, dass ein übergriffiger Staat auf einmal seine Zähne zeigte, auf Geheiß der uns heute Beherrschenden, und unter der demokratischen Maske immer häufiger die hässliche totalitäre Fratze hindurchblickte.
Wir haben diese Maske gesehen und wir haben auch die Zähne dieses Staates, der ein oder andere, zu spüren bekommen. Dieser Staat kann sehr wehrhaft sein, wenn er will, aber nicht gegenüber denen, die seine Interessen untergraben, nicht gegenüber denen, die seine Existenz in Frage stellen und ihn nachhaltig schädigen, sondern gegenüber denen, die ihn erhalten wollen und die ihn zu neuer Blüte führen wollen. Und das sind wir und das ist die AfD und das ist die Volksopposition in Deutschland. Da kann der Staat stark sein und bissig sein, aber denen, die ihn vernichten wollen, denen zeigt er nicht die Zähne, sondern die hüllt er auch noch in Watte. Ja, heute müssen wir leider feststellen, dass nicht nur der historische Nationalsozialismus, nicht nur der historische DDR-Sozialismus totalitär waren, sondern dass auch eine westliche Demokratie, ein westlich-liberaler Staat totalitär abgleiten kann. Und wir spüren alle, dass es soweit ist. Es ist nicht dieser harte, es ist nicht dieser brachiale, es ist nicht dieser brutale Totalitarismus, der sich vor uns aufbaut und der sich vor uns in Positur wirft. Es ist ein ganz behutsamer, es ist ein ganz sanfter Totalitarismus, der auch nicht in Knobelbechern dahermarschiert kommt, sondern der auf Katzenpfötchen sich anschleicht und der dieses Land Schritt für Schritt verändert, bis es kein Zurück mehr gibt. Es ist eine Mischung aus Aldous Huxley und George Orwell, eine Mischung aus Brave New World und 1984. Es ist die sanfte Ausprägung eines neuen Totalitarismus, Brot und Spiele, kombiniert mit Propaganda, mit systematischer Gehirnwäsche, kombiniert mit perfekter digitaler Überwachungstechnologie. Das ist das Fundament des neuen sanften Totalitarismus. Wir haben den Feind erkannt, wir haben die Tendenz erkannt, wir haben die schlechte Dynamik erkannt. Und wir werden diesem Gehen und Gang in den neuen Totalitarismus maximalen Widerstand entgegenbringen. Der Angriff der Globalisten, ich benutze jetzt mal diesen pauschalen Begriff, auch wenn ich weiß, dass ich dann wieder im nächsten Verfassungsschutzbericht lande. Zum Verfassungsschutz komme ich gleich auch noch, der kriegt auch noch sein Fett weg. Der Angriff der Globalisten auf die Nation und die Völker ist ein Angriff auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wie wir durch die Eskalation in der Ukraine und wer die Vorgeschichte kennt, der weiß, wer da seine Hände im Spiel hat, auch auf den Frieden ausgeweitet hat. Und wenn wir jetzt noch das Abstruse, das fast schon als pervers einzuordnende Konzept des Trans- und Posthumanismus diesem globalistischen Streben beifügen, nebenanstellen, beistellen, dann müssen wir davon ausgehen oder können wir das Ganze, was hier als Angriff vorgetragen wird, auch ein Angriff auf unser Menschsein bezeichnen. Und deswegen, liebe Freunde, ist Widerstand gegen diese Politik erste Bürgerpflicht. Es ist zweifellos so, dass wir in Jahren der Entscheidung leben. Alles das ist bedroht, was wir lieben. Alles das ist bedroht, was das Leben lebenswert macht. In dieser Situation frage ich nicht, bist du rechts oder links? Und es war gut zu sehen, dass in der Corona-Zeit, in der Zeit, als dieser übergriffige Staat seine Zähne den freiheitsliebenden Menschen gezeigt hat, dass es zu Beziehungen, zu Austausch, zu Freundschaften zwischen Menschen unterschiedlicher Standorte, die einen haben sich als rechts, die anderen als links beschrieben, im Kampf und für die Freiheit gekommen ist. Da ist was zusammengewachsen in den letzten Jahren der Corona-Pandemie und deswegen war dieses Übergriffige, war diese Herausforderung durch diesen Maßnahmenstaat nicht nur negativ, auch wenn er uns alle viel Kraft gekostet hat, dieser Maßnahmenstaat und seine Maßnahmen und wir wissen heute, dass sie willkürlich waren, diese Maßnahmen, dass es für keine Maßnahme irgendeine Tatsachengrundlage gegeben hat und keine Maßnahme kann bis heute behaupten, dass sie Wirksamkeit entfaltet hätte. Deswegen
ist das Ganze eben auch das Maßnahmenpaket eines übergriffigen Staates gewesen, der nichts mehr von einem Rechtsstaat hatte. Und es war gut, dass wir zusammengestanden sind, rechts und links, Freunde der Freiheit auf der Straße, und dass wir Solidarität gelebt haben. Und deswegen frage ich auch in dieser Lage nicht mehr, bist du rechts oder links? Ich frage, bist du für eine wahre Demokratie? Bist du für die Rechtsstaatlichkeit? Bist du für die Freiheit? Bist du für die Polarität des Lebens, die sich ausdrückt in den beiden Geschlechtern Mann und Frau? Ja, und bist du auch für die Möglichkeit des Scheiterns in deinem Leben? Möchtest du nicht, dass dein Leben durchgeplant wird von einem übergriffigen Staat? Möchtest du selbstbestimmt unterwegs sein? Ja, möchtest du Risiko laufen zu scheitern, weil du weißt, dass die Grundlage deiner freien Menschlichkeit und deines freien Menschseins die Möglichkeit des Scheiterns ist? Und deswegen sagen wir auch Ja zum Scheitern, weil das Scheitern und die Möglichkeit des Scheiterns zum Leben dazugehört. Und wenn du alle diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann komm zu uns, dann komm zu denen, die nicht mehr gebückt durch ihr Leben gehen, sondern aufrecht in die Zukunft schreiten. Liebe Freunde, noch niemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war die Demokratie so gefährdet wie in der Gegenwart. Ich habe vor kurzem auf meinen sozialen Kanälen, in meinen sozialen Kanälen, zwei Teile dazu veröffentlicht. Der eine Teil beschäftigt sich mit den Angriffen von inneren Feinden auf die Demokratie und der andere Teil beschäftigt sich mit den Angriffen von äußeren Feinden auf unsere Demokratie. Ich kann das im Detail natürlich in so einer Rede nicht wiedergeben. Wer Interesse hat, liest sich das Ganze vielleicht nochmal durch. Ich möchte das nur ausschnittweise nochmal in Erinnerung rufen, was ich vor einigen Tagen schon veröffentlicht habe. Angriffe von innen, da ist zunächst einmal die sogenannte Zivilgesellschaft zu nennen. Bei der Zivilgesellschaft ist es so, dass hier mittlerweile die mediale Berichterstattung dominiert. Wenn man sich mal, ja, wenn man sich noch in den etablierten Medien bewegt, in den Altmedien, dann spürt man, wenn es irgendwie darum geht, Multiperspektivität abzubilden, dann wird nicht mehr das Volk gefragt, sondern es werden Vertreter einer Zivilgesellschaft gefragt. Aber das sind natürlich nicht die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und das sind natürlich auch nicht die, die freiwilligen Dienst bei den Tafeln tun, also die wirklich zivilgesellschaftliches Engagement zeigen, die wirklich ehrenamtliches Engagement zeigen, sondern das sind Ideologen, die keine Wertschöpfung für unsere Gesellschaft leisten, die aber gut und gerne aus Fördertöpfen leben, die von den Kartellparteien, von den bunten Altparteien mit Milliarden Steuergeldern gut befüllt worden sind. Das ist eine Zivilgesellschaft, die aus Ideologen und politischen Aktivisten besteht und die von den etablierten Medien immer häufiger, wie ich das eingangs schon sagte, herangezogen wird, wenn es um Stellungnahmen gibt, die angeblich des Volkes Meinung sein sollen, die aber in Wahrheit nur die Stellungnahmen und die Meinung von Ideologen, von bezahlten, rot-bunten Ideologen sind. Es gibt da so verschiedene zivilgesellschaftliche Institutionen, der ein oder andere kennt sie. Die bekannteste ist vielleicht die Amadeo-Antonio-Stiftung. Der Stasi-Spitzel Annette Kahana steht dieser Stiftung vor. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung ist vom Staat beauftragt, weil sie eben keine Behörde ist und deswegen viel mehr darf als eine Behörde, beauftragt, euch beispielsweise zu bespitzeln, euch hinterher zu schnüffeln und die Ergebnisse ihrer Bespitzelung an den Staat zu melden. Also solche Institutionen der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, haben mittlerweile staatliche Aufgaben übertragen bekommen und daran erkennt man schon die Degeneration des Rechtsstaates. Es ist so, dass diese bunte Zivilgesellschaft, und die ist deutlich zu unterscheiden von einer freien Zivilgesellschaft, die eben nicht Steuergeld gemästet ist und in der nicht bunte Ideologen das Zepter schwingen und die Rede führen, dass so eine Zivilgesellschaft, so eine bunte Zivilgesellschaft ein wichtiges Standbein des real existierenden Linksstaates hier in Thüringen bzw. in Bayern und in der Bundesrepublik Deutschland ist und dass dieser linksextreme Sumpf, der sich auch in dieser steuergeldfinanzierten bunten Zivilgesellschaft darstellt, endlich trockengelegt werden muss. Missbrauch.
auch der Institution auch ein wichtiger Punkt, der unbedingt erwähnt werden muss, wenn wir vom Angriff aus dem Inneren oder von innen auf die Demokratie sprechen wollen. Wir haben in Deutschland an viel zu vielen Stellen einen Durchbruch der Gewaltenteilung. Hier muss dringend reformiert werden. Die Gewaltenteilung darf nicht durchbrochen werden, sonst entartet der Rechtsstaat und wir sind auf einem schlechten Weg, dass er nämlich genau das tut. Deswegen Schluss mit der Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften. Ich bin mittlerweile, und das ist, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich der Spitzenplatz unangefochten, 7-mal meiner Immunität verlustig gegangen. Und der nächste wild gewordene, weisungsgebundene Staatsanwalt, der will dann zum 8. Mal meine Immunität aufhängen. Das kommt in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Aber das wundert mich nicht mehr. Mittlerweile sehe ich das Ganze sportlich. Aber es ist natürlich trotzdem nicht vergnügensteuerpflichtig. Das will ich an dieser Stelle auch mal sagen. In diesen Tagen steht ein couragierter Mann vor Gericht, ein Richter, der den Schülern gegen einen übergriffigen Staat den Rücken gestärkt hat, Richter Detmar, der sich gegen die Corona-Maßnahmen gewehrt hat und sie als Unrecht erklärt hat und ja, bedrängten Schülern und deren Eltern zur Hilfe geeilt ist, indem er das Recht richtig ausgelegt hat. Dieser Richter, dieser untadelige Mann, der über 40 Jahre seinem Land treu gedient hat, hat eine Hausdurchsuchung gekriegt und steht jetzt selbst als Richter vor Gericht. Das ist ein mutiger Mann, das ist ein zivilcouragierter Mann, vor dem ziehe ich den Hut und ich glaube, wir alle wünschen ihm maximale Erfolge für sein Tun und maximalen Durchhaltewille. Weisungsgebundene Staatsanwälte beschäftigen uns und es ist nun mal so, solche Prozesse kosten Zeit, sie kosten Kraft, sie kosten Nerven, sie kosten Geld. Das ist die klassische Zersetzungstaktik aus Diktaturen, die an uns exekutiert wird. Und die Zeit, die wir nicht mehr haben, die haben wir dann nicht mehr, um zum Beispiel auf den Straßen und Plätzen dieses Landes für unser Land zu kämpfen, als Opposition wahrnehmbar zu sein. Und das ist das, was gewollt wird. Wir sollen verschwinden, wir sollen mit Neben- oder auf Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt werden, aber wir haben das durchschaut. Eine weitere Institution, die im staatlich missbraucht wird, das ist der sogenannte Verfassungsschutz. Der wird als Obrigkeitsschutz missbraucht. Es gab schon in den 60er Jahren die schöne Einordnung, der Frostschutz schützt vor Frost und der Verfassungsschutz die Regierung vor der Verfassung. Und so ist es bis heute geblieben. Und es ist noch schlimmer geworden. Der Stefan Kramer, der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen, das ist ein SPD-Mitglied, genauso wie der Innenminister. Der Stefan Kramer wollte auch mal Bundestagsabgeordneter der SPD werden. Und der Stefan Kramer will natürlich so lange wie möglich seine Pfründe genießen. Und deswegen ist er natürlich besonders diensteifrig seinem Dienstherrn gegenüber, denn er ist genauso wie Thomas Haldenwang ein politischer Beamter und kann jederzeit von seinem Dienstherrn, wenn er denn wirklich mal auf die Idee kommen würde, unabhängig seine Behörde zu führen, jederzeit in den Ruhestand geschickt werden. Wes Brot ich esse, des Lied ich sinn. Und das System ist genau darauf ausgerichtet, dass dieser Verfassungsschutz zum Kampfinstrument der Regierung werden kann. Dieser Verfassungsschutz, liebe Freunde, er stigmatisiert die Opposition, die friedliche, demokratische Opposition. Er unterwandert sie und will sie zersetzen. Das ist sein Auftrag. So etwas gibt es in keinem anderen Land der Welt. Deswegen sage ich im Brustton Überzeugung, dieser sogenannte Verfassungsschutz, der muss demokratisiert werden. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ist kein Verfassungsschutz besser als ein Verfassungsschutz, der die Demokratie gefährdet. Besonders bedrohlich für die Demokratie, und das ist der letzte Aspekt aus dem Bereich innere Feinde der Demokratie, das ist die Masseneinbürgerung von Fremden in Deutschland. Die neuen Pläne der Ampelkoalition sehen vor, dass Menschen in Zukunft schon nach 3 Jahren Deutsche werden können. Nach 3 Jahren. Und die Pläne sehen vor, dass es dazu reicht, zivilgesellschaftliches Engagement zu zeigen. Da sind wir wieder bei der Zivilgesellschaft. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Oder war es die Maus? Nein, ich glaube, war die Katze, ne? Die Katze.
Alles ist mit allem hier verwoben zur Machtsicherung. Also nach 3 Jahren sollen dann die zivilcouragierten Neubürger, die keine Loyalität für dieses Land haben, müssen dann Deutsche werden. Es ist so, dass sich die bunten Kartellparteien ein neues Volk schaffen. Wir wissen aber, dass Demokratie nur funktioniert, wenn es ein Mindestmaß an Homogenität gibt. Sonst funktioniert Demokratie nicht. Und deswegen ist das ein Angriff. Diese Masseneinbürgerung von Ausländern, die kaum 3 Jahre hier sind, ist ein Angriff. Ein Angriff auf das Staatsvolk, ein Angriff auf die Verfassung und ein Angriff auf die Demokratie. Das sind die Kräfte, die eigentlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden müssen. Deutschen müssen dagegen aufbegehren. Denn wenn die das wirklich schaffen, unsere relative Homogenität im Westen, kann ich davon schon gar nicht mehr sprechen. Da müsste ich mir jetzt einen anderen Begriff ausdenken, zumindest in den Ballungsgebieten. Wenn die es wirklich schaffen, unsere relative Homogenität zu zerstören, dann bedeutet das Finis Germaniae, das Ende Deutschlands. Das müssen wir verhindern. Und wir können das verhindern, indem wir unsere Mitbürger ermuntern, endlich wieder sie selbst zu werden. Die Deutschen müssen lernen, sich selbst wieder gern zu haben. Sie müssen einen neuen, vitalen Patriotismus ausprägen. Sie müssen sich mit sich selbst aussöhnen. Ganz wichtiger Auftrag der Volksopposition in Deutschland, egal ob sie Vorfeld ist oder parteigebunden ist und AfD heißt. Die Deutschen müssen sich wieder selbst befreunden. Und das ist eins der Hauptthemen, das mich umtreibt. Und deswegen fand ich das auch so gut, dass es gegen den Pride Month, den Stolzmonat gab, dass da etwas dagegen gestellt worden ist, aus 2 Gründen. Ja, da darf man mal ganz herzlich applaudieren. Ja, wir haben so viel intelligente und kreative Köpfe. Ich fand das aus 2 Gründen sehr gut, beziehungsweise ich finde das aus 2 Gründen sehr gut, weil der Stolzmonat ja noch andauert. Wir haben ja noch einen halben Monat Juni vor uns, einen halben Monat Stolzmonat können wir noch feiern und mit unseren kreativen Ideen begleiten. Nämlich erstens finde ich es gut, dass wir in Deutschland Deutsch sprechen. Wir sprechen nicht vom Pride Month, sondern wir sprechen vom Stolzmonat. Was denn sonst? Und das Zweite ist, dass man dieser fanatischen Gruppe von Menschen, die ihre Identität nur aus der Sexualität herausziehen, den Spiegel vorhält, beziehungsweise ihnen zeigt, was wirklich wichtig ist. Versteht mich bitte nicht falsch. Die Sexualität zwischen Mann und Frau ist etwas Wunderschönes. Und wenn daraus dann in Liebe gezeugte Kinder hervorgehen, dann ist das noch mal viel schöner. Selbstverständlich ist auch das erotische Leben von großer Bedeutung für ein gelingendes Leben. Aber die eigene Identität, das eigene Menschsein nur auf seine sexuelle Orientierung hin auszurichten und seine Identität nur an sein Geschlecht zu koppeln, das ist allerdings eher ein Zeichen von Dekadenz und nicht von Fortschrittlichkeit. Deswegen ist gut, dass diese Spinner jetzt eingebremst werden. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Deutsche und auch Europäer die Nase gestrichen voll haben von dieser lautstarken Minderheit. Für Hamburg weiß ich, kenne ich die Zahlen, ich habe sie, glaube ich, vor kurzem auch auf meinem Telegram-Kanal veröffentlicht. 30 Hamburger von 2 Millionen Hamburger definieren sich selbst als divers. Und versteht mich bitte nicht falsch, das ist bestimmt schlimm für diese Menschen, wenn man nicht weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist. Das ist nicht schön. Und ich habe da auch volles Verständnis für, dass man sich da nicht gut fühlt. Aber es kann doch nicht sein, dass diese kleine Minderheit, und ich sage ja zum Minderheitenschutz, aber es kann doch nicht sein, dass diese kleine Minderheit katalysiert von entsprechenden Meinungsmachern, die über große Mehrheit beherrschen will und unser gesamtes Wertekonzept durcheinanderwerfen und zum Einsturz bringen will. Das kann doch nicht sein. Deswegen rote Karte für diese Spinner. Ich komme zu den Angriffen von außen auf die Demokratie. Die NGOs spielen da ein schlechtes Spiel. Wir haben in den letzten Monaten viel erfahren von den Clanstrukturen im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Wir haben viel erfahren von Herrn Greichen, der jahrelang Geschäftsführer der Agora Energiewende war, einer Lobbyorganisation. Diese Agora Energiewende war mit daran beteiligt, das Wärmewendegesetz, das Heizungsgesetz zu kreieren. Diese Agora Energiewende wird bezahlt
von der European Climate Foundation, und diese European Climate Foundation wird wiederum bezahlt von der Children's Fund Foundation, und diese Foundation, die wird hauptfinanziert von Christopher Hoan, dem britischen Milliardär, der 2 Millionen am Tag verdient mit 2 Millionen am Tag verdient mit Immobilienspekulation. Das heißt, dieser Mann, der nicht nur die Klimaterroristen sponsert, der hat auf indirektem Wege Einfluss auf die deutsche Gesetzgebung genommen, damit auf das Prinzip der Volkssouveränität, das Grundlage ist für einen demokratischen Rechtsstaat, um dann ein Gesetz hier in Kraft treten zu lassen über seine Millionen, das uns alle enteignet und das uns eventuell dazu zwingt, unsere Häuschen, unser Lebenswerk, unsere Altersversorgung zu einem kleinen Kurs zu verkaufen. Und wer sackt dann diese Immobilien zu einem kleinen Kurs ein? Christopher Hoan und Konsorten. Die ganze Klimapolitik, diese ganze Klima-Energiewende-Politik macht superreiche Menschen, die vor allen Dingen ihren Sitz nicht in Deutschland haben, noch superreicherer, wenn man das so sagen darf. Diese Klimapolitik ist vor allen Dingen eine Enteignungspolitik, die die Reichen oben noch reicher macht und die Armen unten noch ärmer macht. Und deswegen muss sie gestoppt werden. Sie ist nicht im Interesse des Volkes und vor allen Dingen auch nicht unter demokratietheoretischen Aspekten zu tolerieren. Die NGOs haben einen unglaublichen Einfluss auf die Politik souveräner Staaten genommen. Es ist so, wie das Horst Seehofer 2010 in einem seltenen Anflug von Wahrheitsliebe einmal ausgedrückt hat. Die, die entscheiden, hat er gesagt, die sind nicht gewählt. Und die, die gewählt sind in Deutschland, die haben nichts zu entscheiden. Besser kann man es nicht ausdrücken. Da muss ich ausnahmsweise mal Horst Seehofer recht geben. Also, die Macht der NGOs muss zurückgedrängt werden, damit Deutschland wieder ein demokratisches Land sein kann. Im Augenblick ist das in der Praxis jedenfalls nicht der Fall. Dann komme ich abschließend bei den äußeren Feinden noch zu WHO, zur World Health Organization. Und Dr. Wodak hat in einem Interview mit Auf 1, glaube ich gestern war es, die Weltgesundheitsorganisation folgendermaßen eingeordnet: Sie sei korrupt bis auf die Knochen. Korrupt bis auf die Knochen. Diese Weltgesundheitsorganisation, die kümmert sich weniger um die Gesundheit der Völker dieser Welt, sondern die kümmert sich eher darum, dass das Portemonnaie der Superreichen immer gut gefüllt ist. Unter anderem das Portemonnaie der Superreichen, die diese Weltgesundheitsorganisation finanziert. Diese Weltgesundheitsorganisation ist nicht demokratisch legitimiert, sie ist nicht demokratisch kontrolliert und sie wird überwiegend über private Spenden finanziert. Und der größte private Geldgeber ist die Bill & Melinda Gates Stiftung. Ihr wisst das, viele Menschen draußen wissen das noch nicht. Diese WHO ist eine knallharte Lobbyorganisation und hat nichts von einer irgendwie gearteten, neutralen Behörde, hat nichts von einer Organisation, die wirklich dem Wohl der Menschheit dient. Und nächstes Jahr soll der Pandemievertrag abgeschlossen werden. Die Kartellparteien werden sicherlich diesem Gesetz zustimmen, das dann unsere Gesundheitssouveränität an die WHO überträgt. Das bedeutet nichts anderes, dass die WHO in Zukunft entscheiden darf, wann eine Pandemie ist, in Zukunft entscheiden darf, wann wir in Deutschland wieder einen Lockdown haben und in Zukunft vielleicht sogar entscheiden darf, ob wir zwangsgeimpft werden oder nicht. Ich sage euch, wir müssen raus aus dieser WHO. Diese Institution braucht kein Mensch. Liebe Freunde, ich könnte noch viele Angriffe auf unsere Demokratie von innen und von außen aufzählen und ausführen, aber das soll im Rahmen dieser Rede reichen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit steht noch außen auf der Verpackung namens Bundesrepublik Deutschland, aber drin ist schon was ganz anderes. Drin ist schon ein Gesinnungsstaat, drin ist schon eine transformierte, eine überformte Art von Pseudodemokratie. Wir können das als Opposition tatsächlich mit Fug und Recht so einordnen und so behaupten. Die Angriffe der Antidemokraten sind vielgestaltig und sie sind vor allen Dingen subversiv und sie sind vor allen Dingen über lange Zeiträume geplant, sodass viele Menschen sie gar nicht wahrnehmen. Aber eins ist klar, Panzer müssen heute nicht mehr rollen. Heute, vor 70 Jahren, da rollten Panzer in Mitteldeutschland, Panzer gegen das Volk. Und der 17. Juni 1953, liebe Freunde, das war keine Farbe.
Farbrevolution. Das war keine von außen finanzierte und vermarktete, initiierte Volksbewegung. Das war ein wirklicher, ehrlicher Volksaufstand, der aus den Herzen der Menschen kam, aus den Bedürfnissen der Menschen resultierte und der ein ganz klares Ziel hatte, nachdem er als normaler Streik anfing, nämlich Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Dieser 17. Juni 1953 hat einige Bildikonen hervorgebracht. Bildikonen, die ihr alle kennt. Panzer, die auffahren. Demonstranten, die in ihrer Wut und ihrer Ohnmacht auf Panzer mit Knüppeln einschlagen. Panzer, sich Panzern in den Weg stellen. Steine auf Panzer, auf T-34 Panzer werfen. Das sind die Bildikonen des 17. Juni 1953, die wir heute auch wieder alle vor unserem geistigen Auge stehen haben. Und in diesem Bild oder in diesen Bildern, wo diese Demonstranten gegen die Panzer stehen, da zeigt sich, was es heißt, seine Angst zu überwinden. Wenn so ein Panzer auf dich zurollt, ich habe selbst meinen Wehrdienst in einer Panzerkompanie absolviert, Leopard 2, die übrigens jetzt reihenweise an der Ostfront abgeschossen werden, genauso wie ich das vor 3 Monaten prophezeit habe. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Man kann solche Panzer nicht auf das Gefechtsfeld des 21. Jahrhunderts stellen, ohne dass die Mannschaft exzellent ausgebildet ist, ohne dass Heeresflieger unterstützen und die Artillerie im Rücken ist. Es ist eine Schande, dass man die jungen ukrainischen Soldaten in diese Panzer setzt, weil man weiß, sie werden abgeschossen und die Männer verlieren ihr Leben. Es ist eine Schande, was da passiert. Das möchte ich nochmal sehr deutlich einordnen. Es ist... Es gibt in der Psychologie, in der Militärpsychologie einen Begriff, der heißt Panzerangst. Und wenn mal so ein 50-Tonnen-Koloss auf euch zurollt, dann könnte bei euch etwas entstehen, das man Panzerangst nennt. Dieser 50-Tonnen-Stahlkoloss, der ist in der Lage, euch völlig zu vernichten, nicht nur zu töten, sondern eure Körperlichkeit völlig auszulöchern, euch zu zermalmen, euch zu Erde werden zu lassen. Dieser Panzer symbolisiert die Total Vernichtung. Und die Freiheitshelden des 17. Juni 1953, die haben ihre Panzerangst überwunden. Die haben ihre Angst überwunden und haben damit die Ohnmacht besiegt. Und das ist das, was Obrigkeitsstaaten nicht wollen. Sie wollen die Menschen in Angst halten. Sie wollen, dass sie ohnmächtig bleiben. Denn wenn die Menschen ihre Angst verlieren und wenn sie ihre Ohnmacht besiegen, dann werden sie mächtig. Damals musste man seine Panzerangst überwinden. Damals musste man mit seinem Leben bezahlen. Viele Menschen haben den Aufstand von 1953 mit dem Leben bezahlt. Heute spricht man von mindestens 55 Todesopfern in den 70er Jahren. Und das ist wieder die Diskussion um die Opferzahlen, die ja immer ein Politikum ist, wenn es um uns Deutsche geht. In den 70er Jahren hat man auch in Westdeutschland auch von über 500 Toten gesprochen. Viele wurden standrechtlich erschossen. Heute riskieren wir vielleicht nicht mehr unser Leben. Heute riskieren wir nur unsere soziale Anerkennung. Ja, wir riskieren, sozial geächtet zu werden und ja, wir riskieren unsere berufliche Vernichtung. Unser Leben müssen wir nicht mehr einsetzen, aber das andere ist natürlich auch nicht angenehm. Aber das müssen wir eingehen. Dieses Risiko müssen wir tragen wollen, um dieses Land nochmal in eine gute Zukunft zu führen. Wir müssen unsere Ohnmacht überwinden. Wir müssen unsere Angst besiegen, dann besiegen wir auch die Ohnmacht. Dann werden wir mächtig. Wir sind schon befreit, wir sind schon mächtig. Und wenn uns das mit dem ganzen deutschen Volk passiert, und gelingt, dann wird das deutsche Volk mächtig. Und das ist mein Wunsch, den ich hier anlässlich des 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR abschließend nochmal in die Öffentlichkeit stellen möchte. Das deutsche Volk möge mächtig werden, möge sich seiner Kraft bewusst werden. Die Deutschen müssen ihre Angst verlieren, die Deutschen müssen ihre Ohnmacht verlieren. Sie müssen sich ihrer Macht bewusst werden. Dann werden sie dieses Land nochmal in eine gute Zukunft führen. Dann werden wir die Wende
politische Wende in diesem Land noch mal schaffen. Und ich habe so das Gefühl, dass der gutmütige Michel allmählich doch wach wird und dass er spürt, was die Stunde für ihn geschlagen hat und dass er bereit ist, sich auf die Seite der Volksopposition zu stellen, da wo wir schon seit vielen, vielen Jahren stehen und den Kopf hinhalten, da wo die Patrioten stehen, die aufrecht durch dieses Leben gehen wollen und die weiter in die Zukunft aufrecht gehen werden. Immer mehr Menschen wachen auf, immer mehr Menschen wollen nicht mehr in Sack und Asche gehen, immer mehr Menschen sagen, ich verlasse jetzt den Weg in die Sklaverei und ich begebe mich auf den Weg von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, auf den Weg von Einigkeit und Recht und Freiheit. Heute, liebe Freunde, am 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953 gedenken wir der politischen Gefangenen des DDR-Regimes. Wir gedenken der Helden des Straßenkampfes des 17. Juni, der Opfer, der Toten, der freiheitsliebenden Menschen. Sie sind uns Vorbild bis heute. Wir werden sie nicht vergessen. Ihr Einsatz ist unser Auftrag heute, morgen, übermorgen, bis zum Ende unserer irdischen Tage. Es lebe der Freistaat Thüringen, unsere Heimat. Es lebe der Freistaat Bayern. Es lebe unser deutsches Vaterland. Es lebe das wahre Europa. Ich danke euch. Applaus